Reichsbahngesellschaft aus dem Jahr 1928, der den hohen Rang des am 15. Mai desselben Jahres aus der Taufe gehobenen Luxuszuges herausstellte, der täglich zwischen Hoek van Holland bzw. Amsterdam und Basel verkehrte. Der Pullman-Express Rheingold bot einen damals europaweit einmaligen Reisekomfort. Das Spitzenprodukt der Reichsbahn erreichte bei Emmerich den Rhein und fuhr über Köln, Mainz, Mannheim, Karlsruhe, Freiburg nach Basel. Ein toller Blick vom Dom auf Köln.
Nach einem 69 Jahre weiten Sprung in die Gegenwart folgen wir wieder dem historischen Rheingold-Sonderzug des Sommers 1997, der auf derselben Route wie sein berühmter Vorgänger rheinaufwärts rollt. Mit einem Zugpferd der Edelrasse 01 an der Spitze, die in den 30er Jahren die Rheingold-Traktion dominierte. Das Interieur dieser Originalwagen von 1928 ist zwar nicht mehr identisch mit dem von damals, aber die private Rheingold-Zug-Betriebs GmbH hat alles daran gesetzt, sie wieder ähnlich luxuriös und komfortabel zu gestalten, wie sie früher waren. Die prachtvolle 01 hoch 10 an der Spitze des Rheingold, die 140 km/h vorlegen kann, hält sich auf dieser exklusiven Sightseeing-Tour etwas zurück. Und so kann, wer Lust hat, die Nase oder die Kamera in den Fahrtwind halten, um auf diese Weise die unvergleichliche Dampflok-Atmosphäre besonders intensiv zu erleben. Der Herr und Meister der über 2100 PS starken Schnellzuglokomotive aus dem Jahr 1940 ist sich sehr wohl bewusst, welch edle Last seine Maschine am Haken hat. Eine auf der Rheinstrecke nicht gerade alltägliche Begegnung bahnt sich an. Zahlreiche Wagenfenster sind geöffnet. Ein Zeichen, dass dieser Zug viele Genießer an Bord hat. Auf seiner Sonderfahrt in die Schweiz. Genauer nach großen Fahrzeugparade der Schweizer Eisenbahnen, die in diesem Jahr ihren 150. Geburtstag feiern. Da wird nicht mehr wie im alten Rheingold direkt graviert. Doch gastronomisches Niveau und Service sind im Neuen durchaus standesgemäß. Es ist eben im Zug, das Treiben in den Seiten. Und völlig in der Bordkante. In Bacharach legt der reaktionsbedingte Pause ein. Die Dampflok braucht Wasser. Vorsicht, Leute! Der selbstbewussten Reichsbahn hatte einen Namen. Das Zuglaufschild ist schon ein begehrtes Wertstück. Wasser, Marsch! Achtung, Leute!
Ein richtiger Wasserkran aus der Dampfära steht leider nicht zur Verfügung. Die günstige Gelegenheit, Rheingold und das vorgespannte rassige Rennpferd vergangener Tage ausgiebig abzulichten, wird natürlich intensiv genutzt. Man weiß es, Dampflokomotiven faszinieren alle Generationen. Beneidenswert, der Lenker einer solchen Maschine. Dorian, wirst du mal Lokomotivführer? Oder wirst du Koch wieder, Papa? Während die 01 hoch 10 und die aus drei Epochen zusammengestellte Wagenpark auf die Tanks sind wieder voll. Der Rheingold kann seine Sonderfahrt in die Schweiz fortsetzen. Liebe geht bekanntlich durch den Magen. Die Rheingold-Freunde wissen die kulinarischen Qualitäten dieses Zuges sehr zu schätzen. Reichlich Arbeit für den Könner in der Küche. Mit 48 Plätzen ist das rollende Restaurant aus den 60er Jahren ungewöhnlich groß. Groß ist, wie man sieht, auch die Nachfrage. Auch im Nostalgie-Rheingold ist Top-Service angesagt. Schließlich hat man einen großen Namen zu verlieren. Sehr schön. Kriege ich den jetzt schon zum Sonderpreis? Kriegen Sie auch heute schon zum Sonderpreis. Thank you.
Nur 55 Maschinen dieses 140 km/h schnellen Typs wurden von der Deutschen Reichsbahn in Dienst gestellt. Ursprünglich sollten 250 01/10 gebaut werden. Doch der Krieg machte diese Pläne zunichte. Übrigens, nur ein Teil der 55 Lokomotiven trug ein Stromlinienkleid wie unsere 01-1102. Zurück zum Rheingold und seiner bewegten Geschichte. Ab 1965 war dieser eventuell noch erforderliche Angaben erhalten Sie von Herrn Schreier aus dem oben genannten Architekturbüro. Maschinen der neuen Baureihe 103 dominierten die aufsehenerregende IC-Züge. Das dem alten Rheingold nacheifernde Top-Angebot der Bundesbahn war von Anfang an ein voller Erfolg. Die erstklassigen IC-Züge wurden von den Reisenden damals ähnlich hoch bewertet wie das Vorkriegsvorbild. Auch unser Nostalgie-Rheingold hat seine Geschichte. Ende der 60er Jahre hatte der rührige Freundeskreis Eisenbahn Köln, FEK, in Erfahrung gebracht, dass bei der DB noch über 10 Original-Rheingold-Wagen der ersten Stunde herumstanden. Sie waren alle in ziemlich schlechtem Zustand. Vor allem das Interieur hatte in den Kriegs- und Nachkriegswirren sehr gelitten. Die tatkräftigen Idealisten des FEK erwarben die einstigen Luxusobjekte und verliehen ihnen in zahllosen Arbeitsstunden wieder ihren alten Glanz. Später erwarb man auch noch Rheingoldwagen aus den 50er und 60er Jahren. Und seither ist das Schmuckstück der heutigen Rheingoldzug-Betriebs GmbH europaweit auf Sonderfahrten im Einsatz. Nach diesem Stopp wird der bunte Rheingold seine Reise in Doppeltraktion fortsetzen.
Starke Partnerin der 01 hoch 10 ist eine historische Kostbarkeit. Die 18316, eine ehemalige badische 4H, Baujahr 1919. Diese 140 km/h schnellen Lokomotiven wurden von der Reichsbahn Ende der 20er und noch Anfang der 30er Jahre zwischen Mannheim und Basel vor den Rheingold gespannt. Zwei Meter zehn hoch sind die Treibräder dieser mächtigen alten Rennmaschine. Insgesamt 20 Exemplare dieses Typs hatte die Badische Staatsbahn zwischen 1918 und 1920 in Dienst gestellt. Fast alle Maschinen wurden von der Bundesbahn schon kurz nach Kriegsende wieder aus dem Verkehr gezogen. Die 20 Jahre jüngere Partnerin 01-1102 übernimmt die Führungsrolle. Das imponierende Gespann, das den Rheingold weiter befördern wird, hat ehrfurchtgebietende 135 Lebensjahre vorzuweisen. Noch ein paar kräftige Happen in den gefräßigen Feuerschlund und es geht los. So, in Rastatt müssen wir mal das Lager ein bisschen lockern. Rechts vorne, das, was wir nachstellen mussten. Nicht gut. Blüten bei. Voll ins Zeug legen müssen sich die beiden alten Traummaschinen natürlich nicht. Immerhin bringen die beiden zusammen über 4000 PS auf die Schienen. Und in großer Eile ist dieser Rheingold anders als seine schnellen Vorgänger eigentlich nie. Über 47 Meter lang ist das einzigartige Duo, das den Rheingold auf seiner altvertrauten Route rheinaufwärts zieht. Der Küchenchef kommt nicht zur Ruhe. Bei über 300 Fahrgästen reißt die Nachfrage nicht ab. Vorfreude auf Gummenfreuden. Auch Gourmets kommen hier auf ihre Kosten. Anders als im alten Rheingold wird zwar nicht am Platz serviert, doch in puncto Service und kulinarischem Niveau braucht sich dieser Rheingold durchaus nicht zu verstecken. Wenden wir uns jetzt den letzten Lebensjahren des TEE Rheingold der Deutschen Bundesbahn zu. Er war zugleich auch der letzte Trans-Europa-Express, den die DB im Einsatz hatte. Und damit ihr einziger erstklassiger Topzug. Dieser TEE Rheingold verkehrte vom 29. Mai 1983 an zwischen Amsterdam und der Schweiz auf seiner traditionellen Strecke. Mit bestem Wagenmaterial, einem Spitzenservice und mit einer reizvollen touristischen Komponente
sollte der Rheingold, Zitat DB, ein Produkt darstellen, von dem eine Orientierung ausgeht, die auf das Beste der Bahn ausgerichtet ist. Jeden Rheingold begleitete eine mehrsprachige Stewardess, die den Gästen zu jeder Zeit zu Diensten war, zum Beispiel bei der Buchung eines Hotelzimmers am Reiseziel. Hier spricht Kaltenhäuser, Stewardess aus dem TE Rheingold. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig. Im eleganten Clubwagen des Komfortzuges wurden den internationalen Gästen regelmäßig Unterhaltungsprogramme geboten, mit denen sich Landschaften und Ferienorte aus ganz Deutschland vorstellten. Diese Bahnidee war damals einmalig in Europa. Die Fahrzeit des Rheingold war deutlich länger als die der Intercity-Züge. In diesem Zug war das anspruchsvolle und genießerische Reisen Trumpf. Frei nach der Devise, man fährt nicht nur, um anzukommen. Hochbetrieb in der Rheingold-Küche, deren Niveau seit der Geburt dieses Zuges im Mai 1928 ein hohes war. So hatte auch das Restaurant im letzten deutschen TEE einen ausgezeichneten Ruf. Nicht zuletzt auch aufgrund des ausgesuchten Bedienungspersonals und der speziellen Rheingold-Gedecke. Und wie im klassischen Rheingold wurde auch im über ein halbes Jahrhundert jüngeren Nachfolger auf Wunsch am Platz serviert. In den Sommermonaten hatte der TEE Rheingold eine ganz besondere Attraktion zu bieten. Er wurde in Mannheim geteilt und fuhr als sogenannter Flügelzug über Heidelberg, Eberbach, Heilbronn nach Stuttgart. Weiter ging es über Schwäbisch Gmünd, Aalen, Nördlingen, Donauwörth und Augsburg nach München. Die Unterhaltungsprogramme im Rheingold-Clubwagen waren vielfältig und originell, lockten daher auch immer mal wieder Presse- und Fernsehleute an. Hier wirbt zum Beispiel die Stadt Baden-Baden auf höchst anschauliche Weise für ihre berühmten Caracalla-Thermen. Vier Jahre lang präsentierten im Rheingold-Clubwagen über 200 deutsche Fremdenverkehrsorte und Regionen den Reisenden ihr touristisches Angebot. Dabei fungierte der Clubwagen nicht nur wie hier als Mini-Thermalbad, sondern unter anderem auch als Weinstube, Spielbank, Schnitzerwerkstatt, Gemäldegalerie und Theaterbühne. Am 30. Mai 1987 stellte die Bundesbahn ihren TEE Rheingold für immer aufs Abstellgleis. Ein Tag später wurde der neue europäische Markenartikel EuroCity eingeführt. Seither ist der aus drei Wagengenerationen komponierte private Rheingold der einzige Zug, der diesen renommierten alten Namen durch Europa trägt. Auf seinem weiteren Weg der Schweiz entgegen wird der Nostalgie-Rheingold nur noch von der badischen 4H gezogen. Die 011-02 hat sich inzwischen verabschiedet. Thank you.
Während der ganz besondere Sonderzug mit flottem Tempo rheinaufwärts rollt, tauchen wir noch einmal ein in die Kinderzeit dieses Edelprodukts der Deutschen Reichsbahngesellschaft. Auch die Nachfolgerinnen der Dampflokomotiven, die modernen Rheingold-Zugpferde, die ihre Kräfte aus dem Fahrdraht holten, waren stets vom Feinsten. Zwar wurde Anfang der 60er Jahre der Plan der Deutschen Bundesbahn, mit der 111 eine spezielle Rheingold-Lokomotive zu bauen, wieder fallen gelassen. Doch das war kein Unglück. Die Leistungen der verfügbaren Spitzenloks der DB reichten durchaus, den Rheingold mit Tempo 160 durch die Lande eilen zu lassen. Erinnerungen an einen unvergesslichen Klassiker des deutschen Eisenbahnverkehrs, der sich nach 69 Jahren aus dem Plandienst zurückgezogen hat. Dieser Rheingold lebt und es geht ihm gut. Ein würdiger Repräsentant seines berühmten Vorgängers. Wir wünschen allzeit gute Fahrt und ein erfolgreiches, langes Luxusleben. Pazifix vor internationalen D-Zügen auf der legendären Stadtbahn im Herzen Berlins, Ostern 94. Ein großartiges und auch einmaliges Großereignis für alle Freunde und Verehrer der hochrädrigen Schnellzugdampflokomotiven.
Berlin in den 30er Jahren. Ein Griff in die Eisenbahnvideo-Schatzkiste fördert kaum bekannte Einblicke in die Eisenbahnwelt des alten Berlins zutage. Der berühmte, rasante Henschel-Wegmann-Zug dampft vom Anhalter Bahnhof nach Dresden. Das faszinierende Dokument eines faszinierenden Geschehens. Das klingt vielversprechend und selbstsicher. Stimmt? Denn es stimmt. Der Titel des Films: Mit Volldampf durch Berlin. Eine wildromantische, erlebnisintensive Entdeckungsreise durch die weiten Wälder Nordrumäniens. Auf den Spuren der letzten Waldbahnen in dieser abgelegenen Region Osteuropas kamen unsere Kamerateams aus dem Staunen nicht heraus. Auf ihren Sommer- und Wintertouren entdeckten sie eine bei uns längst verschwundene Eisenbahnwelt. Dampfbähnchen, die oft mit letzter Kraft gewaltige Holzlasten auf unglaublich maroden Schienenwegen und auf unglaublich waghalsige Weise aus straßenlosen Wäldern befördern. Dieser Abenteuerfilm ist ein einziger Augen- und Ohrenschmaus, von der ersten bis zur letzten Minute. Keine Frage, dass er zu unseren Bestsellern zählt.